So, wie es halt immer so ist, da kommt die Raumstation und da geht die Raumstation wieder und wir müssen noch ein paar hundert Meter ausgleichen, damit wir sie kriegen. Aber das haben wir gleich und dann holen wir sie wieder ein. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr darauf achten müssen. So, wir gehen in die SEP zur nächsten Stufe und sind jetzt in unserem Orbitalmodus unterwegs. Wir haben noch 1800 Delta V, das reicht also locker, um die Raumstation zu kriegen. Sie entkommt uns nicht, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben auf jeden Fall einen schönen Abfang und es hat ein bisschen was Sojus-Kapselmäßiges, finde ich. Ja, die Proportionen sind falsch und alles, aber lasst mir meine Illusion mit der Sojus-Kapsel. Lasst sie mir einfach. So, ich gehe jetzt selber auf. Ich übernehme hier mal die Steuerung. So, und wir brennen noch ein bisschen hoch auf knapp 100 Meter pro Sekunde, damit wir da auch rankommen. Und ich gehe jetzt schon mal retro, damit wir gleich wieder bremsen können. Und wir freuen uns, dass wir unterwegs sind. Okay, also, wie nah kommen wir ran mit dem zweiten Burn? Wir kommen jetzt auf 400 Meter an die Station und werden 111 Meter unterschiedliche Geschwindigkeit wegbrennen müssen. Und ja, genau, das Manöver an sich war sehr exakt. Ich hätte halt nicht schnacken dürfen, sondern einfach mal eher bremsen. Dann hätten wir wahrscheinlich direkt neben der Station gestanden. Aber irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Und wenn ihr Bock habt, wäre mein Vorschlag, wenn wir gleich eine saubere Annäherung geschafft haben, würde ich anbieten, dass ich. Jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich hier Fenster? Ist das spannend? Naja, gut, ich hätte gesagt, ich mache eine IVA-Annäherung. Streiche ich wieder, weil man kann durch die Fenster gar nicht sehen, auf was man dockt. Das hilft uns nicht. Das ist für euch dann nicht so spannend. Ich hatte gedacht, wir sehen durch das Fenster vielleicht irgendwie, dass die hinter dem Fenster sitzen. Was da passiert. Aber hilft nichts. So, ich mache mal kurz den Zeitraffer ein bisschen rein. Und wir müssen auch jeden Moment den Sonnenaufgang bekommen. Mal gucken, was zuerst da ist. Die Station oder der Sonnenaufgang. Beides gleichzeitig. Awesome. Wir kriegen hier alles geboten. So, wir brauchen, ich denke mal so ungefähr 10 Sekunden. Okay, jetzt ist guter Zeitpunkt zum Bremsen. Und Bingo. Sehr schön. Okay, da ist die Station. Da ist die Station. Okay, das lief doch bis hierhin schon mal alles ganz gut. So. Und jetzt konfigurieren wir uns um auf Dockingbetrieb. Jawohl. Und gucken mal, dass wir zu unserer Station rüberfliegen, die letzten paar hundert Meter, und uns einen Dockingport suchen, an dem wir ran können. Ich denke mal, wir werden so seitlich an eins der Klemp-O-Tron Docking Port Junior. Mach mich nicht schwach. Klemp-O-Tron Construction Port Junior. Alter, nicht witzig. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn ich jetzt tatsächlich den falschen Port habe, dann ist mir das auch eine Lehre, dass ich mich da sehr viel besser festlegen sollte. Und ja, da drüben fliegt Schrott rum von der Station. Ich habe den Tank nur ganz langsam abgekoppelt. Deshalb, ja, da ist Space-Schrott. Das war die Antriebssektion unserer Raumstation, die ich weggekoppelt habe und dann nicht mehr weggeflogen bin, groß. Die ist nur ganz langsam weggedriftet. Dementsprechend ist sie relativ nah. Relativ nah. Was ist das hier? Ist das hier ein Construction Port? Ja, Gott sei Dank. Okay, dann ist das unser Ziel, das wir anpeilen. Dort werden wir docken gehen und wir werden von hier aus das Ganze auch testen, tun. Machen. So, und jetzt mache ich mal den guten alten Jack hat's mir erklärt Trick. Natürlich wieder ein bisschen spät, weil in der Fab hätte man das alles einfacher haben können. Aber jetzt muss man halt jedes einzelne anpassen. Haha, ich freue mich so. Wenn ihr das in der Fab macht, könnt ihr die ganze Gruppe auf einmal anpassen. Das ist der große Vorteil. Zack, zack, zack. So, jetzt ist RCS dann nämlich nur noch an, also wenn, nicht mehr, wenn ich den hier mache, ja, obwohl jetzt RCS an ist, zünden halt die Düsen nicht mehr, sondern nur noch, wenn ich meine RCS-Tasten bediene. Und damit kann man jetzt relativ fancy Shit machen, weil ich kann jetzt SRS anlassen, damit es mich mit dem Reaction Wheel auf Kurs hält und kann jetzt aber über meine RCS-Kommandos, seht ihr das Gelbe? Ich mache jetzt Burns, um meine Ausrichtung anzupassen,
damit ich tatsächlich dorthin fliege, wo ich hin will. So, und während wir jetzt hier die letzten Meterchen überbrücken, ich würde sagen, da können wir auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Meter pro Sekunde ist da schon drin. Dann haben wir noch knapp 80 Sekunden. So, da ist die Raumstation in ihrer ganzen Pracht. Und sie dreht zumindest nicht, das ist doch schön. Ja, im Real Life degradet so ein Orbit ja auch, ne? Im Real Life. Hier nicht. So, wir gehen mal noch ein bisschen rüber, runter. Ja, ein bisschen runter. Zack. Komm, tiefer. Sehr schön. Immer schön mit der Nase draufbleiben. Okay, wir bremsen mal ein bisschen gleich. Also ich verlangsame jetzt einfach die Geschwindigkeit ein bisschen und lasse mich jetzt gerade nach unten sacken, damit einfach der Winkel ein bisschen senkrechter wird. Und fange das dann gleich, wenn ich das Gefühl habe, jawohl. Jetzt passt mir das. Jetzt fliege ich wieder auf ihn zu. So. Tütüt. So, ich guck mal, ob man IVA-mäßig irgendwas sehen kann, aber es ist natürlich, die Station ist direkt hier vor uns. Das bringt uns jetzt natürlich gar nichts. Ist also nicht so spannend. So, hier noch ein bisschen da lang und dann ein bisschen nach, anderes links. Okay, wir sind also quasi auf dem Kopf. Das heißt, oben ist bei der Kapsel so. Zack. Okay, jetzt stimmen auch meine RCS-Kommandos zu 100% mit dem, was ich tue. So. Okay. Sehr schön. Das klappt doch mal. So. Sehr gut. Das nenne ich mal ein Docking-Manöver, würde ich sagen. Das sieht ganz gut aus, dass wir hübsch sauber reinkommen. Näschen an Näschen und die zwei Teile hier miteinander verheiraten. Das ist, ich glaube, Deep Space Skybox nennt sich das Ganze. Glaube ich. Und ist auch in der Seekin-Liste mit drin, die du runterladen kannst. So, und Docking! Yay, SRS aus. Und wir sind angekommen. Tada! Und damit haben wir auch unseren Auftrag, die Space Station zu bemannen, direkt erfüllt. Und die Rakete mal lockerflockig bezahlt. Und jetzt können wir hier mal das ganze Personal noch eintüdeln. Und unser Passagier ist auch zufrieden und kann jetzt hier seinen Arbeiten oder seiner Ferienzeit nachgehen, ja eigentlich eher. Jetzt muss er nur mal gucken, dass wir alle rüber transportieren. Transfer Crew, der Hastur als Ingenieur kann direkt mal, wo kann der hin? Was ist das hier? Ein Recycling-Modul, okay. Das ist, hier kann man wohnen. Das ist aber eher so das Wohnzimmer. Hier ist das Labor. Okay, ich glaube, die Scientists können wir mal zuerst verlegen. Also, die können direkt mal ihr Labor besuchen. Der Wildhawk geht ins Labor rein, um zu forschen. Ach ne, shit, das war gar nicht das Labor. Haha. So, wen haben wir noch? Den... Wo ist er denn? Irgendwo ist er doch. Der Landing Crew. Transfer ins Labor tatsächlich. So, jetzt müssen wir hier mal den falsch abgebogenen wieder abholen. Transfer Crew. Wildhawk, das ist der Wohncontainer. Du sollst im Labor arbeiten gehen. So. Sehr schön. Und dann, wen haben wir hier noch drin? Der Medic. Der Medic kann dann erstmal in den Hauptraum und alle auf... alle können da erstmal vorbeikommen und sich ihre Space-Grippe-Impfung holen und sowas. Ich glaube, wir können das Rotieren mal ausmachen. Achso, geht nicht. Und links so viele Lampen.
Wo ist denn hier die andere Lampe? Da. Ah, wir sind gerade im Tageslicht. Da kann man das auch einfach mal ohne Rundumleuchte genießen. So, ja, sehr schön, dass das Andocken funktioniert hat. So schön. So, und jetzt machen wir hier mal weiter. Der Hastur als Ingenieur kriegt hier erstmal sein Einzelzimmer. Und natürlich kriegt auch unser... Achso, ja, Diana kriegt natürlich auch irgendwie ein Einzelzimmer. Dann muss Hastur, glaube ich, in den Gemeinschaftsraum. Es tut mir leid, Hastur. Aber das ist ein Tourist, der bezahlt im Gegensatz zu dir. Tut mir sehr leid. Er ist auch nur für einen Tag oder so hier. So, der Tourist kriegt sein Einzelzimmer und kann sich da seines Lebens erfreuen. Jetzt gucken wir uns nochmal unsere Space Station von innen an. Wen haben wir denn hier? Das ist irgendjemand, der im Labor sitzt, glaube ich, oder? Nee. Ach, das müsste Medic sein. Roter Anzug, das müsste Medic sein, der da zusammen mit Hastur sitzt und mit ihm gerade die Untersuchung vorbereitet. Genau, da sitzt der Medic und wartet, dass die Leute vorbeikommen. Umgeben von haufenweise Science. Zahnbürsten natürlich. Ich denke mal, Medic hat wahrscheinlich eine Zahnarztausbildung gemacht. Boardgames und der Wäscheklappe. Wen haben wir hier? Unsere beiden Wissenschaftler. Die sind natürlich umgeben von allen möglichen Sachen. Pickup Jab, don't press red button. Ah ja, ah ja. Also die zwei Jungs, Landing Crew und Wildhawk, sind hier schon im Labor zugange. Die müssen gleich noch ein bisschen Wissenschaft bekommen. Das hier ist eine gute Frage. Das ist entweder Diana oder unser Turi. Das kann man jetzt natürlich ganz schlecht sehen. Das ist Diana bestimmt, genau. Das andere war dann der Turi. Diana hat einen grünen Anzug als Biologin und kann nachher, wenn wir mal Biologiemodule haben, Forschung machen. Sehr schön. Okay, also die Rakete ist gerade quasi leer. Was wir jetzt mal machen können, ist das hier sperren, dass wir so Notfall-Life-Support haben, um wieder zurückzufliegen. So, und jetzt geht's aber hier oben auch mal los. Wir haben nämlich ja ein paar Sachen vorbereitet, die wir ins Labor packen wollen, denn das Ding hier ist ja nicht nur dafür da, um Spaß zu haben, sondern die Wissenschaftler sollen ja auch Forschungsdaten bearbeiten. Start Research. Das müsste funktionieren. Jawohl, wir sind elektronisch stabil. Toggle Materials Bay Door. So, wir können jetzt hier nämlich die ganzen die ganzen Tests mal durchjagen. Experimente war das Wort, was ich gesucht habe. Ich habe doch noch ein paar Experimente mitgenommen, oder? Magnetometerdaten. Gut. Und nochmal 25 Punkte. Jawohl. Sehr schön. Mystery Goo. Ja, der müsste auch ganz gut gehen. Sehr gut. Zack. Toggle Goo Bay. Was haben wir noch? Log Temperature. Zack. Und Log Pressure Data. Zack. So. Ich glaube, das war es dann aber auch schon an Experimenten, oder? Nee, die RWPS-Antenne haben wir noch. Ja, wir müssen dann später mal neue Experimente nach oben bringen, dass wir noch mehr Forschungsdaten im Labor abgeben können. Aber für den Anfang... Oh, ein Science Junior haben wir noch. Sehr gut. Hier ist alles geboten, was man braucht für den Forschungsspaß. Passiert auch noch was? Hätte das jetzt nicht irgendwie Forschung machen sollen? Ich habe so das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Okay, das muss ich mal einen Wissenschaftler angucken. Von außen wahrscheinlich. So. Das muss mal jemand rausfinden, was hier kaputt ist. Irgendwas direkt geliefert, die Raumstation schon kaputt. Wir sind noch nicht mal richtig eingezogen. So. Sollen wir mal schauen, was hier los ist. Ah, habe ich den schon genutzt? Aber selbst wenn, dann muss man ihn ja wieder herstellen können. Ja, den habe ich schon genutzt. Okay, deshalb. Alles klar. Habe ich schon, aber ich konnte ihn nicht restoren von drin. Das ist auch komisch. Normalerweise müsste da ein Restore-Knopf kommen, wenn ich ein Labor verbaut habe. Aber wer weiß, warum das nicht kam. Aber jetzt ist es wieder ganz. Und man kann es nochmal benutzen.
bei einer anderen Gelegenheit. So, jetzt haben wir die ersten Science-Daten hier drin. 81 Data ist jetzt nicht der Knaller, aber wir kriegen einen Science-Punkt pro Tag. Das ist doch schon mal viel wert von unseren Forschern, die hier drin arbeiten. So, und wir können... Ja, was können wir denn jetzt hier noch machen? Also wir können später auf jeden Fall Experimente noch anbringen. Wir haben hier Construction Ports, das passt auch, dass wir die noch später erweitern können. Wir haben auch seitlich Andockdinger und wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall in knapp 4 Stunden den Turi wieder abholen. Aber bis dahin haben wir ein bisschen Zeit. Achso, das ist hier dran. Das, ja, stimmt. Clean Experiments. Da ist es. Mystery Goo ist auch wieder sauber. Stimmt, stimmt, stimmt. So, wir haben... Wie lange essen jetzt auf der Station mit so einer Besatzung? 96 Tage. Aber jetzt sind wir ja alle hier. Jetzt können wir ja mal den Kram hier anschmeißen und gucken, ob das reicht vom Strom her. Start Life Support. Nein, tut es nicht. Also Forschung und Dings ist ein bisschen viel des Guten. 21 Tage nur Habitat. Habitation. Ab nach oben. Und das ist, wie es funktioniert. Also, wenn Kerbel was sieht mit dem höchsten Habitation-Wert, auf das setzt sich sein Homesick-Wert und von da wird runtergezählt seit dem Start. Und Homesick kann man auch nicht verbessern, aber du kannst natürlich dadurch, dass er in ein besseres Habitation geht, sein Homesick weiter herauszögern. 139 Tage. Jetzt geht's aber mit dem Strom langsam richtig abwärts. Aber wir hatten ein paar Solarzellen mitgenommen noch, ne? Hatten wir noch ein paar Solarzellen mitgenommen? Ich glaube, wir hatten ein paar Solarzellen mitgenommen. Also Supplies für 114 Tage, das ist schon mal gut. Das ist schon krass, was dieses Modul hier... Guck mal, 114 Tage. 69, 69. Bum, bum. 114. Also das große Modul bringt schon einiges, muss ich sagen. Bin positiv überrascht. Was kann das hier? Nix. Nix, nix. Okay. Ich würde sagen, wir schicken mal einen Ingenieur nach draußen, der diese zusätzlichen Solarpaneele anbringt, damit wir ein bisschen mehr Strom reinbekommen. Nee, das RCS bei einer Eva wird gesteuert über WASD für vorwärts, rückwärts, links, rechts und Shift und Steuerung für hoch und runter. Und wir können dann gleich noch diesen Space-Schrott da hinten mal kaputt machen, dass der hier nicht so rumfliegt. Aber erstmal bauen wir Solar an, in der Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Das Ding hier stromstabil zu kriegen, das wäre natürlich ganz nett. Ach so, das war Seed Inventory, ne? Shit, sag nicht, die sind jetzt weg. Nein! Nein, bitte sei nicht weg. Bitte sei nicht weg, Schraubenzieher und so. Bitte nicht. Sei da, wo ich die Leute hingeschickt habe, bitte. Oh nein, sag nicht, niemand hat einen Schraubenzieher. Das wäre echt doof. Dieses Hin- und Herschieben macht die Inventory-Slots scheinbar immer leer. Ja, aber es hat derjenige dann nicht sein Inventar mitgenommen? Es hatte ja jemand im Inventar das Werkzeug mit dabei. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ja, hier komme ich nicht ran. Shit. Dianas Inventory. Ach doch, da komme ich tatsächlich ran. Ja, Mist, da ist das Werkzeug und so wohl weg. Dann muss ich hier mal, glaube ich, was hochfliegen. Nikos Inventory. Ah, es ist da. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Natürlich ist es, ne, Murphy's Law, es ist immer der verdammte letzte Platz, an dem man nachguckt. Aber es ist mir egal, denn es ist da. Hervorragend. So, ja. Hast du übt gerade noch mal ein bisschen mit seinem Jetpack. So. Gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt Solarpanels anbauen. Leckere, gute Solarpanels. Die machen wir so ein bisschen versetzt, dass die nicht im Schatten liegen von irgendwas anderem.
Puh, Schwein gehabt, würde ich mal sagen. Ich hatte schon gedacht, das Zeug ist weg. Aber das hat sich nochmal nicht bewahrheitet. So, wo ist denn die Sonne? Da, wir müssen gleich die Station dann auch mal drehen, dass sie zur Sonne sauber ausgerichtet steht. Dass wir auch alle Solarpaneele benutzen. Und dann bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir das Ding stabil bekommen können. Also stromtechnisch stabil, meine ich. So. So, Solarpanel raus. Das kriegen wir alles hin. So. Zack. Sehr schön. Können wir nochmal gucken. Ich glaube, vorhin hatte jemand gefragt, ob hier noch Science-Experimente drin sind. Ich wüsste eigentlich nicht das, weil ich hatte noch nichts gemacht. Nee. Was ist da drin? Paperclips, Potatoes und Magneten. So, was habe ich jetzt noch im Stream vor? Also wir haben die 2 Stunden ja schon geknackt. Ich hatte heute im Stream vor, den ScanSat für Kerbin zu starten. Ich hatte vor, den Rover auf dem Mond zusammenzubauen. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie ich es jetzt gerade erzähle, aber das hatte ich vor. Und ich hatte vor, die Raumstation zu bemannen und den Touristen hier abzuliefern. Also ich sage mal, check, check, check und check. Was ich jetzt noch mache, einfach weil es immer schön knallt, ist da hinten diesen Weltraumschrott kaputt machen. Und dann werde ich mich mit Hastor reinsetzen und dann wird der von Medic erstmal untersucht, wie denn so eine langfristige EVA sich auswirkt auf den Organismus. Und dann ist für heute wahrscheinlich auch gut, denn wir müssen jetzt ein bisschen Science-Punkte sammeln und wir müssen auf dem Mond vor allen Dingen auch warten, dass es wieder hell wird. Und wir müssen jetzt auch nicht bis mitten in die Nacht den Livestream ziehen. Wir haben ja hier einige Sachen zu tun. Was hat denn Hastor immer für Probleme mit seinem Jetpack? Wir haben noch einen Touristen, den wir zum Mond fliegen müssen beim nächsten Mal. Wir müssen eine Mondraumstation starten. Da würde ich aber noch warten auf unsere Erfahrungen und Learnings mit dieser Raumstation, bevor wir da die Mondraumstation starten, weil die ist ja doch ein bisschen weiter weg. So, und jetzt gucken wir gleich mal, was hier machbar ist, ob wir das einfach zerstören können. Ja, du hast offensichtlich versucht, dein Pack zu tunen, aber das hat nicht so richtig gut funktioniert, was du da treibst, mein Freund. So gar nicht gut hat es funktioniert. Du machst komische Sachen. Verdammt komische Sachen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen die Sachen kaputt machen. Damit das niemand mehr kaputt macht. Zack. Na komm. Disassemble. Puff. Whee. Ah, da könnte man Material Kits draus machen. Was auch immer das bedeutet. Okay, man kann alte Teile das muss ich mir auch mal durchlesen. Das scheint dann irgendwas auch zu sein, wo man bestimmt Sachen von bauen kann. Aber jetzt mache ich es erstmal kaputt, damit es nicht irgendwann in die Raumstation mal schlägt. Hauptsache es ist erstmal weg. Zack, zerlegen. Zerlegen, da sind richtig viele Material Kits drin, was auch immer Material Kits sind. Recycle Space, das muss ich mir mal echt angucken, was das genau macht. Wahrscheinlich kann man damit irgendwas anfangen. Das werde ich mir mal durchlesen, außer jemand von euch hat eine gute Möglichkeit jetzt. Also jetzt ist eine gute Chance zu klugscheißen. Hm, Docking Port. Kann man immer mal brauchen, Dockingport. So, jetzt muss ich zurück zur Raumstation. Gegen die Sonne. Ich habe schon gedacht, wo ist denn die Raumstation hin, aber da ist sie ja. Um später mal Raketen vom Moon auszubauen, schreibt der Emo-Jack. Na gut, Jack, wenn du das sagst, dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Dann habe ich die jetzt nicht gebraucht. Aber ich habe mir einen super Dockingport mitgenommen als Andenken von der anderen Rakete. Und jetzt setzen wir den Hastor wieder zu Hause ab. Und dann ist für heute auch genug. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Livestream. Es geht morgen, weil es ist ja noch Ostern, es geht morgen natürlich noch weiter. Morgen um 15 Uhr zum Kaffeetrinken pünktlich sehen wir uns auf YouTube. Da werde ich dann die nächste Folge von Hardcore Kerbal, also nicht Colonization, nicht verwechseln, machen. Und ich hoffe mal inständig, wir sind ja da eigentlich gefühlt seit 3 Livestreams ganz kurz davor, dass die Versorgungskapsel
ankommt. Ich bin gespannt, was auf jeden Fall ansteht, ist eine Mission nach Gilly, die soll starten, also in Richtung des Mondes von Eve. Da ist, glaube ich, auch das Startfenster in, lasst mich nicht lügen, ein, zwei Wochen oder so. Also das wird auf jeden Fall passieren. Und da sehen wir uns, wie gesagt, morgen um 15 Uhr auf YouTube. Ich werde jetzt den Hasto mal ganz vorsichtig parken und dann würde ich sagen, Hasto, für dich noch kleine Hausaufgabe für heute. Dein Jetpack bitte mal einer Wartung unterziehen. Das ist für längere Ausflüge so definitiv nicht geeignet. Und dem Rest von euch wünsche ich auf jeden Fall schon mal noch einen angenehmen, ruhigen, chilligen, partybelasteten, je nachdem, was ihr so macht. Aber ich glaube, es herrscht Tanzverbot, oder? Zu Ostern oder so? Ich bin da nicht so drin. Aber war da nicht irgendwie immer so dieser super Aufreger, dass man zu Ostern in Deutschland nicht tanzen darf? Irgendwie sowas. Mir war so. Ist auch egal. Auf jeden Fall macht was Gutes noch mit eurem Osterabend. Und lasst es euch entsprechend gut gehen. Ich drehe jetzt mal die Station in die Sonne und ihr seht, schon ist man positiv mit dem Strom. Ich bin also mal ganz zuversichtlich, dass wir das hier hinbekommen. Jetzt stelle ich noch Persistent Rotation auf die Sonne als Referenzbody um. Default Reference Body ist nicht dynamisch, ne? Hä? Non? Ist mir auch egal. Dann machen wir halt ohne Referenzbody. Hauptsache du drehst dich nicht. Und damit sind wir nämlich stromtechnisch stabil und schmeißen, nee, das Habitat nicht, das ist an, das ist an, das ist an, da können wir noch den Life Support anschmeißen, da ist ein Life Support drin, noch besser, cool, das wusste ich gar nicht, da sind wir schon bei 225 Tagen Supplies, sehr schön, das heißt, wir haben jetzt alles am Laufen. Ich glaube, die Forschung läuft auch immer noch. Nee, läuft sie nicht. Start Research. Und jetzt haben wir alles am Laufen. Und sind immer noch stromtechnisch stabil. Sieht also gut aus. In diesem Sinne, Raumstation bemannt. Wir fangen an, Forschungsdaten zu sammeln. Erkennt man hier auch hier an diesem wilden Forschungslicht. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen auf YouTube. Mein Name ist Robert. Und tschüss.